Ein hartes Leben haben die Putzfrauen und Justyna Polanska, Buchautorin, die ist inzwischen in Bestsellerlisten. Außen hui und innen pfui, so könnte man die Erfahrungen der polnischen Putzfrau in Deutschland auch zusammenfassen. Wir widmen uns dem Buch, den Befunden und dem Schmutz überhaupt. Klar ist bisher, nur in einer sauberen Wohnung muss kein sauberer Geist wohnen, was auch immer das ist. Es wurde ja behauptet, dass Hitler ein wahrer Feger vor seiner Partei war. Alles musste reinlich und aufgeräumt im Führerbunker sein. Das Ergebnis kennen wir ja. Das Waschen als harte körperliche Arbeit natürlich auch sehr viel erfordert, das wissen wir. Aber lassen wir zuerst einmal die Autorin Justyna Polanska zu Wort kommen. Ich habe unter den Betten ganz viele schöne Sachen gefunden, zum Beispiel ein toter Hamster. Ein toter Hamster? Ja, genau. Die Familie hat einen Hamster vermisst, dann hat sie irgendwann abgeschlossen mit der Suche, haben gesagt, der Hamster musste durch Garten abhauen. Und nach ein paar Wochen habe ich den unter dem Bett gefunden. Und was gab es sonst noch? Was haben Sie sonst noch gefunden, was Sie vielleicht ein bisschen erschrocken hat? Ja, was eklig war zum Beispiel, das waren benutzte Tampons oder benutzte Kondome. Das fand ich hammereklig. Ja. Sagen Sie, was waren das für Leute, bei denen Sie sauber gemacht haben? Muss ich Ihnen sagen, das sind verschiedene Leute. Das sind Restaurantwirt, das sind Polizisten, das sind ganz einfache Leute wie Verkäuferinnen, ganz verschiedene. Also Sie sind aber schon ein bisschen enttäuscht von den Deutschen, weil Sie halt ein anderes Bild hatten. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, in jedem Beruf erlebt man gute und schlechte Leute, und genauso wie in jedem Land. Ich möchte auf jeden Fall weiterputzen. Ich finde allgemein die Deutschen super. Naja, aber jetzt sind Sie ja in die Bestsellerlisten vorgedrungen. Vielleicht müssen Sie ja gar nicht mehr putzen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Das macht mir auch Spaß. Wollten Sie sich vielleicht auch mit dem Buch so ein bisschen den Dreck, den Sie erlebt haben, wollten Sie sich auch ein bisschen davon befreien, indem Sie das mal alles niedergeschrieben haben? Was ich erreichen wollte mit diesem Buch ist, die Leute, die nicht wirklich mit Putzfrauen umgehen können, damit erwarte ich mehr Menschlichkeit, mehr Respekt auch. Das war Justyna Polanska, Putzfrau aus Leidenschaft, Buchautorin in den Bestsellerlisten. Anlass unserer Sendung bei HR2 Kultur der Tag, die Enthüllungen einer polnischen Putzfrau, die uns auch als Schmutzfinken zeigt. In der Beseitigung von Schmutz spielt natürlich der permanente Kampf gegen den Staub eine besondere Rolle. Ich begrüße jetzt Dr. Jens Söhnken. Guten Abend. Guten Abend, Herr Westphal. Herr Söhnken, Sie sind Chemiker und Philosoph, wissenschaftlicher Leiter im Wissenschaftszentrum Umwelt an der Universität in Augsburg. Wann haben Sie zum letzten Mal auf Ihrem Schreibtisch Staub gewischt? Auf meinem Schreibtisch, ich glaube am letzten Wochenende, habe ich den etwas gereinigt. Also Sie mögen auch keinen Staub? Das kann man so nicht sagen. Also ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, Staub hat auch sein Gutes und Staub hat auch sein Schönes und macht auch die Welt schöner. Aber manchmal, wenn er auf dem Schreibtisch oder auf dem Bildschirm irgendwie zu sehen ist, dann möchte man ihn doch ganz gerne weghaben. Ja, der Bildschirm zieht den natürlich an. Aber woher kommt denn Staub in unserem Alltag? Ja, also was wir so normalerweise als Staub bezeichnen, das ist ja der Stubenstaub oder der Hausstaub, und der kommt im Wesentlichen von den Textilien, mit denen wir uns bedecken und unsere Betten überziehen und so weiter. Das sind so diese faserigen Bestandteile, das sind so etwa 70% der Wollmaus, die macht das aus, nicht? Und der Rest, das sind so alle möglichen krümeligen Bestandteile im Haus. Und dann gibt es natürlich noch den Staub unter freiem Himmel. Das ist was ganz anderes. Aber was ist Staub eigentlich? Es ist eine Ansammlung von Fasern und Partikeln, die wir oft gar nicht mit dem bloßen Auge einzeln erkennen können. Genau, also das sind, grob gesagt, sind das Teilchen, die so fein sind, dass der Wind sie mitnehmen kann. Also der Staub und der Wind, die gehören beide zusammen. Und der Staub vertraut sich immer wieder dem Wind an und der Luft und kommt auch aus dem Wind und aus der Luft. Ja, der Staub ist etwas Lästiges. Wir sind ja, wie ja schon gesagt wurde, in einem permanenten Kleinkrieg gegen den Staub, und die Erfindung des Staubsaugers hat auch nicht den Endsieg gebracht, sondern letztlich ja nur das Arsenal modernisiert, und wir sind also ständig dran. Wenn man aber irgendwie so mal unters Bett guckt und sich anschaut, was sich da so bildet, dann entdeckt man doch schon ein ziemliches Leben. Also in dem Sinne, dass diese Wollmäuse, die wandern ja auf und ab und verraten ja feinste Luftströmungen.
Und wenn man es jetzt nicht unter diesem strengen Gesichtspunkt der Sauberkeit betrachtet, dann kann das sogar schön sein. Es gibt dann doch manchmal aufgeregte Debatten, wo es dann um Staub in unserer Umwelt geht. Und da werden die Leute ganz nervös, weil sie denken, sie bekommen dadurch Asthma. Hat das was? Wie misst man dann Staub? Ja, also in unseren Städten, das ist so der andere Staub, so dieser Innenstadtstaub, der ist im Wesentlichen geprägt durch unsere Motoren, unsere Maschinen, unsere Öfen und die ganzen Verbrennungsprozesse, die wir unterhalten. Also der Mensch ist ja nach wie vor der große Feuermacher und aus dem Feuer entsteht der Staub, der in der Stadt dann runtergeht. Und das sind auch im Wesentlichen Rußpartikel, die man messen kann, die sehr fein sind und deswegen halt auch ziemlich tief in die Lunge eindringen können. Und ja, deswegen hat dieser Staub auch eine gesundheitliche Relevanz und muss auch vermindert werden. Staub kann einen umbringen, habe ich gelesen, vor allen Dingen Asbeststaub. Ja, also es gibt berüchtigte Stäube und der allerberüchtigste Staub ist Asbest. Da gibt es ja bis heute noch Klagen gegen die Hersteller, die anhängig sind, und da sind ja Milliarden gezahlt worden. Das ist der größte Versicherungsfall für die gesamte Versicherungsindustrie bisher gewesen. Das sind feine Fasern, die vor allen Dingen in der Mitte auch durchbrechen können und deswegen halt auch in der Lunge stechen und die Lungenbläschen verletzen. Also das ist ein richtig bösartiger Staub, aber auch Sandstaub ist ziemlich gefährlich, Holzstaub ist auch nicht ungefährlich. Also vieles, was in der Industrie so getan wird oder wenn man Kohlenfaserplatten zerschneidet, das zeugt Staub, der ziemlich übel ist und da sollte man sich gegen schützen, übrigens auch als Heimwerker. Also letztlich, entnehme ich Ihren Ausführungen, können wir uns gar nicht gegen den Staub wehren, ist immer da und überall. Ja, der Staub entsteht natürlich besonders da, wo gebosselt, gehämmert, gesägt, gefeilt wird. Da entsteht er besonders und da kann man sich schon gegen schützen. Da kann man so irgendwie durchaus und sollte man auch Mundschutz tragen. Aber in der Natur entsteht natürlich auch jede Menge Staub. Die Pflanzen erzeugen vorsätzlich Staub, Gott sei Dank. Nur so können sie blühen und sich vermehren. Und dann macht die Natur natürlich auch Staub in Form von Gischt und Salzpartikeln und in Form von Wüstenstaub. Und dieser Staub, den wir gar nicht bekämpfen können, der macht die Welt auch schön. Denn ohne diesen Staub hätten wir gar nicht diese Sonnenuntergänge, ohne diesen Staub hätten wir auch nicht diese Tiefenperspektive in den Bergen oder den Dunst des Meeres. Das war Dr. Jörg Söntgen. Haben Sie vielen Dank von der Universität in Augsburg. Und damit ist deutlich, Schmutz und vor allem Staub ist weit mehr als nur eine Belästigung. Deprimierenderweise ist der Kampf gegen den Staub eine fast verlorene Schlacht. Zeit dafür aufzuwenden ist fast sinnlos geworden. Ich begrüße jetzt Professor Wulf Schiefenhöfel. Guten Abend. Guten Abend, Herr Westphal. Herr Schiefenhöfel, Sie sind Anthropologe und Mediziner beim Max-Planck-Institut und sind sehr oft in Neuguinea und haben dort Ihre Studien betrieben. Ja. Zuerst mal einen kleinen Rückgriff auf das, was wir im Umgang mit Keimen und mit unseren eigenen Abfällen machen. Stimmt es eigentlich, dass es eine Gemeinsamkeit gibt über die Kulturunterschiede hinweg? Ja, die gibt es. Die Gemeinsamkeiten sind insbesondere dort, wo es sich zum Beispiel um Exkremente handelt. Insgesamt haben Menschen in allen Kulturen einen gewissen Abscheu und eine gewisse Form von Ekel gegenüber diesen Exkrementen. Übrigens nicht in dieser Weise gegen Urin. Und daher kommt es auch, dass in manchen Ländern, wie zum Beispiel in Indien damals, der Premierminister morgens seinen Urin getrunken hat. Und das hat eine deutsche Fernsehmoderatorin auch gemacht. Der Urin ist auch nicht so gefährlich. Die Fäzes, die sind gefährlich, da sind Keime drin. Und wir haben eine biopsychische Grundhaltung, die wir gar nicht groß lernen müssen. Die wird natürlich bestärkt durch die Eltern und die anderen, dass das nicht gut ist. Und wir ekeln uns davor. Das war Professor Wulf Schiefenhöfel. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. In unserer Suche nach Reinlichkeit und Sauberkeit treffen wir natürlich auch auf jene, die die Sache vielleicht etwas zu weit treiben. Das dann allerdings nicht mehr aus freien Stücken. Tobias Klein über den Waschzwang. 1-2% der Bevölkerung in Deutschland sind von einer Zwangskrankheit betroffen. Das sagt Martin Grabe, Chefarzt der Abteilung Psychotherapie in der Klinik Hohe Mark in Oberursel. Unter den Begriff Zwangskrankheit fällt zum Beispiel auch der Waschzwang. Dabei haben die Betroffenen häufig Angst, sich zu verschmutzen oder sich mit einer Krankheit zu infizieren. Oft gibt es auch konkrete Vorstellungen, welche Krankheit es ist, also
heutzutage oft AIDS, früher waren es Geschlechtskrankheiten, das ist dann Krebs, hat man auch, haben auch viele gedacht, wenn Zwangspatienten entweder Angst haben, bestimmte Dinge anzufassen oder das Gefühl haben, wenn sie etwas angefasst haben, zum Beispiel eine Toilettentür, sich unbedingt ausgiebig waschen zu müssen. Das kann zum Beispiel so weit gehen, dass sich die Betroffenen über 100 Mal am Tag die Hände waschen, teilweise stundenlang. Oder dass sie mehrmals am Tag ihren ganzen Körper duschen müssen. Die Folge ist häufig stark gerötete und aufgeriebene Haut an den entsprechenden Stellen. Die Patienten von Dr. Grabe sprechen häufig von einem starken inneren Druck, von einer starken inneren Spannung, diese Handlung ausführen zu müssen. Das Gefühl verschwindet dann erst nach einer gewissen Zeit, wenn sich der Betroffene eben lang genug gewaschen hat. Martin Grabe hat aber nicht nur mit Menschen zu tun, die unter Waschzwängen leiden, sondern zum Beispiel auch unter einem Putzzwang. Auch dies kann ganz schön extrem ausarten. Oftmals dauert es tatsächlich viele Jahre, bis ein Betroffener in Therapie geht. Und Menschen mit Wasch- oder Putzzwang finden häufig einen Weg, die Krankheit zu verbergen. Viele Patienten mit einem Waschzwang können übrigens ziemlich genau sagen, wann der Zwang angefangen hat. Er kommt also meistens nicht schleichend, sondern ziemlich abrupt. Die Ursache für einen Zwang kann unterschiedliche Gründe haben und besteht häufig aus verschiedenen Komponenten. Eine davon kann beispielsweise ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit gewesen sein. Jeder, der schon einmal in den Süden reiste oder überhaupt ferne Länder besuchte, der weiß, andere Völker und Kulturen haben ein etwas anderes Verhältnis zum Schmutz, anders als wir es kennen. Da nehmen wir gerne mal einen schmierigen Restauranttisch in Sizilien hin, wenn die Spaghetti nur gut sind. Und in Indien, obwohl man sich besser vom dortigen Trinkwasser fernhält, wir finden das Land faszinierend und aufregend. Kurz, wir lernen anders zu urteilen und eine andere Wertigkeit zu applizieren. Verbunden bin ich jetzt mit Professor Eveline Dürr vom Institut für Ethnologie an der Universität in München. Guten Abend, Frau Dürr. Guten Abend, Herr Westphal. Frau Dürr, Sie haben eine große, umfassende Studie erstellt, die sich mit der städtischen Verschmutzung in den großen Metropolen auch auseinandersetzt. Nun wissen wir ja auch, Frau Dürr, dass wir einen großen Teil unseres Mülls, also unseres Wohlstandsmülls, auch exportieren. Aber das, was dann dort ankommt, durchaus vielleicht 6.000, 7.000, 8.000 Kilometer weiter weg, wird ja dort nicht unbedingt als Müll verstanden. Ganz richtig. Das geht darauf zurück, dass wir davon ausgehen können, dass das Müllabfall als solcher eigentlich gar nicht existiert, sondern wir gehen davon aus, dass kein Produkt, kein einziges, aufgrund seiner bloßen Beschaffenheit als Abfall oder Müll klassifiziert werden kann, sondern es geht immer um den Kontext. Also Müll wird und Abfall wird verstanden als etwas, was sich am falschen Ort befindet, wie es eine britische Ethnologin in den 60er Jahren mal ausgedrückt hat und seitdem auch eine Art Dogma geworden ist. Also Abfall und die Klassifizierung von Müll ist eben ein kulturelles Phänomen. Beispielsweise unsere Elektroprodukte, die wir hier im Überfluss haben und nicht mehr brauchen und in den Ländern, in den globalen Süden verschippern, werden dort als wichtige Ressource betrachtet. Also zum Beispiel nach Afrika? Zum Beispiel, ja. Allerdings denke ich, darf man das auch nicht so simpel sehen. Das ist ein sehr komplexes Thema und die Zirkulation von Abfall und Müll ist natürlich auch hochproblematisch. Denken Sie an diese ganzen Kategorien, die als Giftmüll klassifiziert werden oder was bei uns auf unser Plastikmüll, der auf den Ozeanen treibt. Ja. Auch hier ist natürlich das Produkt eindeutig am falschen Ort, im Ozean, wo kein Plastik hingehört. Auch wenn wir davon ausgehen, eben, dass es hier vor allem kulturelle Konstruktionen sind, die Konsequenzen dieser Zirkulation von Müll und Abfall sehr, sehr komplex. Das war Professor Eveline Dürr von der Universität in München. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören.